Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal kein Sims-Video, denn ich habe etwas mit euch zu besprechen. Denn wie ihr dem Titel oder dem Thumbnail schon irgendwie entnehmen könnt, möchte ich wahrscheinlich livestreamen. Und ich möchte jetzt erstmal was auspacken hier, ja? Denn ich habe mich sehr lange geweigert, dass ich das mal ausprobiere und so. Also ich war jetzt zwar schon in Streams so dabei, aber ich habe das jetzt ja noch nicht selber gemacht und so. Das Ding ist, ich habe keine Angst, das allein zu machen, weil ich habe während des Aufnehmens schon Panikattacken bekommen. Da kann ich das ja aber einfach rausschneiden. Das kann ich in Livestreams nun mal nicht tun, was mir halt immer ein bisschen Angst bereitet hat. Ich denke, das kann man nachvollziehen, weil wer möchte schon sich vor ein paar Leuten mit einer Panikattacke präsentieren, so im Internet, wo das dann letztendlich jeder sehen könnte. Wäre halt doof, ne? Deswegen, ja, habe ich darüber mit meinem Freund gesprochen und der so, ich könnte dein seelischer Beistand sein. Und ich so, okay. Und jetzt haben wir halt ausgemacht, dass ich gerne am 3. April 2021 meinen ersten Livestream stattfinden lassen möchte. Mit ihm an meiner Seite. Und ich habe jetzt in der Videobeschreibung einen Link gepackt mit einer Umfrage, beziehungsweise mit mehreren Fragen. Diese füllt ihr bitte aus und schickt sie mir zu, denn es gibt ein paar Dinge, die halt noch geklärt werden müssen. Denn ich habe einen Kommentar bekommen, wo ich halt auch darauf hingewiesen wurde, ob ich nicht auch mal Livestreams machen könnte. Aber kann natürlich sein, dass es wirklich nur ein Einzelfall ist, dass es wirklich nur eine Person ist, die das gerne sehen würde. Was ich vorab sagen kann, also alles wird auf jeden Fall online bleiben. Also auf jeden Fall dieser erste Stream, also der wird komplett online bleiben. Kann man auch dann nachschauen. Also selbst für die, die dann sagen, okay, ich schaue mir einfach ein längeres Video an in dem Sinne, die können das dann gerne tun. So, und dann die Fragen sind nämlich, hast du generelles Interesse an Livestreams von mir, um halt zu wissen, ob halt überhaupt wirklich Interesse besteht oder ob es halt wirklich nur ein, zwei Personen sind so. Also was natürlich auch schon cool wäre, aber trotzdem wäre es ja gut zu wissen. Dann habe ich euch gefragt, also möchte ich euch fragen, um welche Uhrzeit das Ganze am besten stattfinden sollte an diesem Samstag, damit ich mich halt ein bisschen darauf einstellen kann. Also eigentlich habe ich geplant so um die Zeit rum, wo meine Videos immer online gehen. Aber wenn ihr jetzt sagt, boah, nee, 17 Uhr passt mir aber gar nicht, dann lohnt es sich auch nicht, dann zu streamen. So. Dann frage ich euch natürlich noch, was wir machen wollen. Ich hatte halt zwei Ideen. Einmal, dass wir einfach mal so wie so ein Live-Q&A machen, einfach ein bisschen miteinander quatschen, weil in meinen Videos ist es ja oft so, dass ich nicht so viel über mich preisgeben kann. Und das ist natürlich schon irgendwie cool, sich so ein bisschen auszutauschen. Und ja, genau. Ansonsten könnten wir halt auch eure Sims aus der Galerie ein bisschen umstylen und halt dabei ein bisschen quatschen. Ist mir egal, wie ihr halt dann Lust drauf hättet. Und dann zuletzt frage ich mich halt noch, ob ihr halt dann vorbeischnallt. Es ist ja schon irgendwie wichtig zu wissen, so worauf man sich irgendwie einlässt. Also ob man jetzt mit mindestens 5 Personen oder so rechnen muss oder noch mehr, weniger, was auch immer. Nee, also es gibt mir ja schon irgendwie auch ein bisschen Sicherheit, wenn ich ein bisschen Bescheid weiß, was da so abgeht. Ja. Und wie gesagt, also es bleibt ja alles online, letztendlich ist es dann ja wie ein Video. Also wird ja keiner leer ausgehen. Auch ich selber nicht. Weil sonst, ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird. Und ja, wenn ich das vielleicht ein paar Mal mit irgendjemandem an meiner Seite gemacht habe, vielleicht schaffe ich es dann auch irgendwann alleine und vielleicht kann man dann irgendwann mal sagen, es gibt auch Stream-Projekte oder sowas, aber soweit muss erstmal kommen. Ich werde hier auf YouTube streamen übrigens, weil das ist für mich einfach am einfachsten. Ich habe von den ganzen Technik-Krabs keine Ahnung. Wenn irgendwer von euch Ahnung hat, wie man halt irgendwie Sachen cool einstellt und was wichtige Einstellungen sind, dies, das, meldet euch bei mir, weil ich habe keinen Plan. Und ich würde keinen Plan haben, weil es soll ja schon halbwegs in Ordnung laufen und so. Ich denke, es ist erstmal alles gesagt worden, was wichtig ist. Und wir sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Video oder spätestens dann bei dem Stream. Und ja, bis dahin und tschüss!